Vielen Dank für die Einladung. Wie ich ja bereits vorgestellt wurde, bin ich Physiker von der Ausbildung. Da fragen Sie sich jetzt natürlich, wie kommt ein Physiker dazu, Verkehr quasi zu simulieren und vor allem auch noch Aggression, was ja eher so Verhaltensaspekt ist. Naja, was macht der Physiker? Die Sprache des Physikers ist die Mathematik. Das heißt, er versucht, alle möglichen Vorgänge in der Naturwissenschaft, aber eben auch in der Sozialwissenschaft oder wo es um Menschen geht, zum Beispiel Straßenverkehr, in mathematische Modelle zu packen. Das heißt, all diese Vorgänge werden quasi in Gleichungen gepackt, auf dem Computer quasi simuliert und das Ergebnis sich angeschaut. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie tragfähig ist so ein Konzept? Naja, das kann man testen, indem man erst einmal anhand von Beobachtungen ein Modell entwickelt, so zum Beispiel ein typisches Verhaltensmodell, da komme ich für den Fahrer, da komme ich jetzt gleich auf, und schaut, wie prädiktiv dieses Modell ist. Das heißt, mit welche anderen Phänomene, die nicht in das Modell direkt reingesteckt wurden, kann dieses Modell quasi beschreiben. Das ist so ähnlich wie in der Physik, zum Beispiel bei der Formulierung der Maxwell-Gleichungen, da war der Ausgangspunkt, naja, es gibt Ladungen und die erzeugen elektrisches Feld, es gibt einen elektrischen Strom, der erzeugt ein Magnetfeld, Strom sind bewegte Ladungen und dann gibt es das Induktionsgesetz. Diese vier Beobachtungen führen zu vier Maxwell'schen Gleichungen und die konnten aber, ohne dass es reingesteckt wurde, die Lichtausbreitung beschreiben, und sogar die Lichtgeschwindigkeit und sogar Grundlagen der Relativitätstheorie sind drin. Ähnlich jetzt bei den Newton'schen Gesetze, Kraft ist Masse mal Beschleunigung, Gravitationsgesetz, das wurde reingesteckt, rauskommt zum Beispiel Bahnen von Planeten, man kann damit zukünftige Sonnenfinsternisse voraussagen und vieles mehr. Beim menschlichen Fahrer ist es ähnlich. Es wird reingesteckt, wie verhält sich jetzt ein konkreter Fahrer, wenn jetzt der Vordermann bremst, wenn er frei fahren kann. Und rauskommt als prädiktive als Ergebnis zum Beispiel Stauwellen, Stop-and-Go-Verkehr, was also nicht direkt reingesteckt wurde. Und so kann man anhand von Messdaten Modelle testen. Genau, jetzt will ich Ihnen quasi Aggression aus der Sicht des Verkehrsflussmodellierers nahe bringen. Dazu stelle ich zuerst einmal, versuche jetzt aus der Sicht des Verkehrsflussmodellierers und auch Physikers das Fahrverhalten einfach aus der Beobachtung aufzuspalten in elementare Dimensionen, versuche die dann zusammenzupacken in ein Modell, was quasi dann, wo jeder Modellparameter idealerweise eine Dimension des Fahrverhaltens simuliert, versucht das dann, welche Dimensionen kann man quasi zu Aggressionspotenzial zusammenfassen. Genau, dann zeige ich Ihnen einige Simulationen, die quasi die schon besprochene Aussagekräftigkeit des Modells dann zeigen soll, Vergleich mit Experimenten. Und dann stelle ich Ihnen noch ein neues Modell vor, was direkt aus der Risikobereitschaft hergeleitet ist. Offensichtlich hängen ja Risikobereitschaft und Aggressivität zusammen und da zeige ich dann das erhöhte Risikobereitschaft genau auch zu aggressiveren Fahrverhalten dann führt. Schließlich gibt es noch neben der Beschleunigen und Bremsen, also Fahrzeugfolge, gibt es auch noch Spurwechsel und andere diskrete Entscheidungen, die man analog modellieren kann. Und zu guter Letzt will man ja auch irgendwie Lehren aus dem ganzen Simuliererei da ziehen. Welcher Fahrstil ist der beste? Ist Aggressivität oder sind einige Komponenten der Aggressivität denn überhaupt
so schlecht? Wie würde man optimal fahren und wie müsste man quasi die jetzt kommenden autonomen Fahrzeuge programmieren, um quasi die idealen Verkehrsfluss zu haben? So, jetzt also der Physiker beginnt erst einmal mit der Beobachtung. Und jetzt habe ich erst einmal in einem Bild eigentlich alle Klischees des aggressiven Fahrers quasi zusammengepackt. Zunächst mal der Fahrer, also Sonnenbrille, so eine Fliegerbrille, das Auto, Breitreifen, diverse Turbo und GTI, starker Motor, nicht zu vergessen ein Heckspoiler, ein Riesenteil und außerdem noch Zubehör, wie dieser Revox-Aufkleber auf der rechten Seite und nicht zu vergessen der Fuchsschwanz. So, also das ist jetzt quasi, so sieht also aggressiver Fahrer aus. Jetzt wollen wir aber diese qualitative Beschreibung in quantitative Formeln packen, das heißt, wir brauchen Zahlenwerte. Wir müssen jetzt quasi identifizieren, was ist die Dimension des Fahrverhaltens, nicht nur des aggressiven, sondern auch des normalen Fahrers und von was hängt die ab. Also im Wesentlichen, wir haben ja gerade gesehen, der Fahrer und auch das Fahrzeug ist also quasi wohl entscheidend, hauptsächlich natürlich der Fahrer. Wie würde der quasi aggressiv fahren? Zum Beispiel hohe Wunschgeschwindigkeit. Also wenn er jetzt nicht behindert wird, durchaus einmal 220 Stundenkilometer. Oder also das ist nur als Hausnummer. Das Einfachste, also aggressiver Fahrer ist schnell und Schnelligkeit kann man quasi an der Wunschgeschwindigkeit festmachen. Das ist also mit das Einfachste. Geschwindigkeit ist also eine Dimension. Eine der Hauptmerkmale des aggressiven Fahrers ist eine sehr geringe Folgezeit. Der ist dann quasi direkt an der Heckscheibe, rückt dann der auf die Pelle. Das wird mit der Folgezeit, wird es also quasi quantifiziert. Sie kennen vielleicht noch aus der Fahrschule die Regel Abstand gleich halber Tacho. Was würden Sie denn vermuten, welcher Folgezeit das entspricht? Weil Abstand ist halber Tacho, ist ja quasi eine räumlicher Abstand. Aber ist es so, dass je größer das Tempo ist, desto größer muss auch der Abstand sein, und zwar häufig linear. Doppelte Geschwindigkeit ist doppelter Abstand, das heißt, die Zeit, die ja quasi Abstand geteilt durch Geschwindigkeit ist, die ist dann konstant. Und die Abstand gleich halber Tacho-Regel, die würde 1,8 Sekunden als Folgezeit haben. Es gibt aber durchaus gar nicht wenige Zeitgenossen, die 0,3 Sekunden, sogar 0,2 Sekunden als Folgezeit haben. Nur so als Hausnummer, bei 140 Stundenkilometer sind 40 Meter pro Sekunde, würde das immer noch 12 Meter Abstand haben. Also das kommt durchaus vor. Ein aggressiver Fahrer hat häufig ein hochmotorisiertes Auto, was durchaus zulässt, sehr hohe Beschleunigungen zu fahren. Das ist jetzt vielleicht jetzt für viele von Ihnen wenig anschaulich, die Einheit der Beschleunigung Meter pro Sekundenquadrat. Sie können sich aber als Hausnummer merken, die Fallbeschleunigung ist 10 Meter pro Sekundenquadrat. Und 5 Meter pro Sekundenquadrat ist bereits eine sehr starke Beschleunigung. Würde zum Beispiel 0 auf 100 in 6 Sekunden etwa entsprechen. Das ist der aggressive Fahrer. Jetzt gibt es aber auch noch das Gegenteil, den Sonntagsfahrer. Der hat halt statt 220 Stundenkilometer zum Beispiel 90 Stundenkilometer. Es ist eher, das ist vielleicht deshalb ein Klischee, aber diese Zeichnungen sind Klischees. Das ist eine Plaudertasche, vielleicht 3 Sekunden Abstand, also mehr als die Fahrschulregel. Es ist ein ganz kleines Auto, was vielleicht nur 0,5 Meter pro Sekundenquadrat als Beschleunigung dann zulässt. Genau, sodass man das jetzt zusammenfassen kann. Man hat jetzt
Man kann daraus, also aus diesen Beobachtungen, was jetzt, wie so die verschiedenen Leute fahren, fünf Dimensionen extrahieren. Das eine ist also quasi die Geschwindigkeit, durch die Wunschgeschwindigkeit. Das andere ist, wie aggressiv wird quasi dem Vordermann auf die Pelle gerückt. Das ist die Folgezeit. Das dritte ist die Wunschbeschleunigung. Wie schnell wird quasi jetzt eine neue Situation dann wahrgenommen? Hat auch zu tun mit der Agilität. Das heißt also, wie schnell reagiert der Fahrer auf neue Situationen? Was bis jetzt noch nicht so zum Tragen kam, was ein sehr interessanter und wichtiger Parameter ist, ist die komfortable Verzögerung. Das heißt, wenn ich jetzt bremsen muss, zum Beispiel jetzt, weil die Ampel rot ist oder weil ich ans Stauende komme, dann kann ich das sehr spät machen und muss dann sehr stark bremsen. Ich kann das aber frühzeitig machen, dann muss ich geringer bremsen. Und das quantifiziert die komfortable Verzögerung B. Offensichtlich, je geringer die eingestellt ist im Modell, desto früher muss der modellierte Fahrer bremsen, weil sonst würde er crashen. Also das, schließlich gibt es noch die Reaktionszeit. Genau, wie modelliert und simuliert man jetzt dann quasi einen Autofahrer? Genau, jetzt eine Warnung. Mir wurde gesagt, jede Gleichung halbiert die Zuhörerschaft. Ich bin jetzt aber trotzdem quasi erst einmal noch hier zu bleiben. Damit Sie jetzt wenigstens mal als Beispiel sehen, zwei einfache Gleichungen, die quasi ein Physiker durchaus so eine Beschleunigung, also so ein Fahrverhalten quasi in das Werkzeug des Physikers, die mathematische Formel, packen kann. Also Sie sehen hier die einfachste Situation. Wir betrachten das rote Fahrzeug mit dem Index Alpha. Hinten kommt ein Fahrzeug, ein grünes Fahrzeug nach, das ist erst einmal jetzt weniger wichtig. Wichtig ist das blaue Fahrzeug, das Vorderfahrzeug. Gibt es einen Abstand, einen räumlichen Abstand S zum Vorderfahrzeug? Das Fahrzeug selber hat eine Geschwindigkeit, das Vorderfahrzeug hat eine andere Geschwindigkeit und das rote Fahrzeug hat auch eine Wunschgeschwindigkeit. Das ist also die Situation. Genau, das ist jetzt also die berüchtigte Gleichung, die jetzt sich im Wesentlichen, das erste ist quasi die Änderung des Ortes, ist die Geschwindigkeit, ist die Definition der Geschwindigkeit, ist trivial. Interessant ist die Beschleunigungsgleichung. Man kann also beim Fahrzeug folgen, alle fünf Fahrzeugfahrerdimensionen mit einer einzigen Gleichung quasi beschreiben, die quasi die Beschleunigung als Funktion der bereits gefahrenen Geschwindigkeit, der Differenzgeschwindigkeit und des Abstandes dann quasi beschreibt. Wenn man jetzt erst einmal den hinteren Teil weglässt, weil man freien Verkehr hat, da ist nämlich der Abstand so groß, dass der Term nicht wegen des großen Nenners quasi keine Rolle spielt, sieht man hier, wenn ich jetzt sehr langsam bin, dann ist die Beschleunigung A. Das heißt, ein Modellparameter ist direkt A. Wenn ich jetzt Wunschgeschwindigkeit fahre, dann ist das V-Alpha, die Geschwindigkeit gleich der Wunschgeschwindigkeit, habe ich 1 und dann habe ich Beschleunigung 0. Das heißt, Beschleunigung und Wunschgeschwindigkeit habe ich. Dann kann man zeigen, wenn ich jetzt deutlich langsamer als die Wunschgeschwindigkeit bin, dann fällt dieser Term nahezu 0 und dann sieht man direkt, dass quasi die Beschleunigung 0 ist, wenn der Abstand gleich dem Wunschabstand ist. Und bei dem Wunschabstand kommt dann der Mindestabstand und der berühmte Sicherheitsabstand, der die Folgezeit T enthält, ins Spiel. Und dann kommt ein dynamischer Beitrag ins Spiel, der die Antizipationsfähigkeit berücksichtigt, der es aber hier zu weit führen würde. Was man außerdem noch braucht, ist eine Reaktionszeit. Na, die kann man ganz einfach modellieren. Man berücksichtigt einfach alle Inputgrößen auf der rechten Seite zu einer verzögerten Zeit, also in der Vergangenheit. Und dann kann man noch, genau, und jetzt, wie identifiziert man jetzt Aggression? Aggression ist jetzt keine reine Fahrdimension, sondern ist zusammengesetzt aus hoher Wunschgeschwindigkeit,
hohes V0, hohe Beschleunigung, hohe komfortable Verzögerung, das heißt, er bremst im letzten Augenblick. Dafür ist die Folgezeit niedrig. Ein aggressiver Fahrer ist meist auch sehr aufmerksam, hat eine niedrige Reaktionszeit und fährt auch im Stillstand dicht am Vorderbahn auf. Das heißt, wir haben jetzt also quasi ein Modell können damit auch aggressive, wir können vorsichtige Fahrer modellieren. Das ist gerade andersrum. Wir können erfahrene Fahrer modellieren, die haben eine hohe Antizipation, geringes B und viele Kombinationen mehr. So, jetzt haben wir ein Modell, aber jetzt müssen wir das erstmal testen. Wir packen jetzt das Modell in einen Verkehrssimulator auf dem Computer und schauen, wie dieses Modell gleich, und wenn man die auf dem Computer löst, was dafür Dynamik entsteht. Ein beliebter Testfall ist, ich bin vor einer roten Ampel, es ist eine Warteschlange an Autos und die Ampel wird plötzlich grün. Man hat jetzt aber eine rote Welle und wenig später muss man an dieser Ampel dann wieder anhalten. Und ich habe jetzt als Wunschgeschwindigkeit mal etwas mehr als 50 angesetzt. Naja, in der Stadt, wenn 50 Tempolimit 50 ist, fährt kaum jemand 50, die meisten fahren mehr. Also habe ich bei 54 angesetzt. Man sieht, die beschleunigen alle erstmal vom Stillstand. Am Anfang hat man eine Warteschlange, beschleunigt erstmal der erste, das ist der schwarze. Dann nach einiger Zeit quasi der zweite, der dritte. Ich habe den fünften mal hier gekennzeichnet, den zehnten, den 15. und den 20. Die beschleunigen mit einer bestimmten Beschleunigung. Man sieht hier, die maximale Beschleunigung ist hier eher zögerlich, 1 Meter pro Sekunde Quadrat. Und bevor es dann quasi an die nächste rote Ampel geht, wird wieder gebremst. Und die maximale Bremsverzögerung ist hier durch den komfortablen Parameter B gegeben. Genau, wie sieht es dann quasi live aus? Da schauen wir uns das mal im Modell an. Ich mache mal das erstmal einfacher, ich starte das erst einmal. Ich mache aber erstmal nur eine Spur sozusagen. Der Spurwechsel kommt später. Jetzt, wir haben gesagt, wir wollen den Ampelverkehr simulieren. Also setzen wir mal eine rote Ampel hier rein. Und außerdem eine rote Ampel hier drüben. Na, sie mag nicht. Genau. Und jetzt in den Standardsituationen habe ich jetzt eine sehr zögerliche Beschleunigung eingestellt. Ich mache mal die Ampel grün. Und jetzt sehen Sie, wie nach und nach die Ampelschlange quasi in Bewegung kommt. Die Ampel ist schon längst grün. Trotzdem ist die Hintern stehen noch immer. Das kennen Sie sicher auch. Sie fragen sich vielleicht, warum fahren die Leute nicht gleich an? Der Grund ist der, dass ein fahrendes Auto mehr Platz braucht als ein stehendes Auto und sich der Platz erst aufbauen muss. Das hat nichts mit der Reaktionszeit zu tun. Und die Information, dass man fahren kann, bewegt sich mit einer Art Staukonstanten, das entspricht der Lichtgeschwindigkeit bei den Maxwell-Gleichungen, nach hinten fort. Und zwar etwa 5 Meter pro Sekunde, 18 Stundenkilometer. Jetzt ändern wir mal die Parameter. Sie haben gerade gesehen, das hat ziemlich lange gebraucht, bis der quasi von einer roten Ampel zur nächsten ist. Jetzt machen wir die rot, entspricht der nächsten Kreuzung, machen dasselbe Experiment, aber mit einer hohen Beschleunigung. Was jetzt quasi durchaus einem aggressiven Fahrer entspricht, lassen Sie es wieder starten. Dann sehen Sie, dass Sie sind viel schneller da, obwohl ich jetzt die Wunschgeschwindigkeit und den Abstand alles andere gleich gelassen hat. Jetzt machen wir mal die Antizipation sehr hoch, das heißt, die komfortable Verzögerung machen wir sehr gering. Machen die wieder rot, weil das wird jetzt unsere rote Ampel, starten hier wieder. Jetzt beobachten Sie eine Annäherung. Der bremst sehr viel früher, bis er quasi wieder zum Stillstand kommt. Genau, also das war jetzt quasi die Simulation erst einmal.
Jetzt gibt es aber noch mehr Phänomene, die wir jetzt erst einmal experimentell uns anschauen wollen. Genau, das lassen wir es erst einmal hier. Ich gehe erst mal zurück in dem hier. Genau. Genau, also die Ampel hat man jetzt. So, das ist jetzt eine andere Situation. Autobahnverkehr. Einige von Ihnen nutzen ja sicher TomTom als Stauwarnung oder auch Google Maps. Diese ganzen Systeme, also Dienstleister, die beruhen darauf, dass man, wenn man das so einen Dienst benutzt, nicht nur selber Informationen kriegt über die Verzögerungszeiten durch Staus, sondern auch, sonst könnt ihr keine Informationen haben, Daten liefert. Natürlich anonymisiert, also Sie müssen es nicht befürchten, dass Sie jetzt wegen zu schnellen Fahren da irgendwie angezeigt werden. Und was Sie hier sehen, sind in Rot heißt, das sehen Sie hier, im Wesentlichen Stau. Auf der Autobahn fährt man keine 20 Stundenkilometer, wenn man nicht muss. Und das ist quasi eine Stauwelle. Sie sehen erst einmal, dass diese Stauwellen, das ist wirklich Wellen, sind laufende Wellen, weil das ist ja ein Raumzeitdiagramm, also von links nach rechts geht die Zeit, von unten nach oben geht die Fahrtrichtung. Das heißt, diese Wellen breiten sich entgegen der Fahrtrichtung aus. Weil Geschwindigkeit ist ja quasi Strecke durch Zeit, also quasi die Steigung dieser Strukturen. Ein einzelnes Auto ist quasi durch so eine sogenannte Trajektorie zu sehen. Also das sieht man, im Stau ist die sehr flach, entspricht einem langsamen Tempo. Bei freiem Verkehr, hier ist es sehr steil, entspricht einem hohen Tempo. Jeder Autofahrer kommt quasi dann in mehrere Stauwellen. Nehmen wir mal diesen Autofahrer hier. Der kommt hier in diese Stauwelle, dann noch in diese und der nimmt auch noch die etwas mit. Das ist also quasi wie jetzt am Meer, wenn man jetzt quasi windsurft und aufs Meer raussurft, dann kommen einem die Wellen entgegen. So ist also das quasi das Fahren im Stop-and-Go-Verkehr. Das ist wie gesagt keine Simulation, das sind echte Daten von TomTom auf der A99 Nord nahe München. Da staut sich es öfter, das ist die Ostumfahrung München. Sie sehen auch, was den Stau verursacht. Das sind diverse Anschlussstellen. Anschlussstelle H hat nur eine kurze stehende Welle, das gibt es auch. Die drei der Stop-and-Go-Wellen werden aber durch die Anschlussstelle Kirchheim bei München produziert, speziell bei der Einfahrt. Das ist die Einfahrt und das ist die Ausfahrt. Erstmal gibt es zwar eine Ausfahrt, dann eine Einfahrt. Und weitere Stauwellen, zum Beispiel diese hier, wird durch das Autobahnkreuz München-Ost dann produziert. Das ist also quasi eine Beobachtung. Das kann man das natürlich erst einmal verallgemeinern. Das macht der Physiker immer, Beobachtungen quasi verallgemeinern. Das ist jetzt eine andere Datenlage. Das sind jetzt keine Floating Cars, also der quasi die Autos, die quasi so Stau-Navigationssystem haben, sondern fest installierte Zählschleifen und Geschwindigkeitsschleifen an den Autobahnen. Das ist diesmal die A9. Da kann man aber im Prinzip mit geeigneter Datenanalyse dann auch wieder raumzeitliche Geschwindigkeitsdiagramme erstellen. Das ist also hier gemacht. Rot sind wieder die Stauwellen. Sie sehen alle parallel, das heißt alle mit der gleichen Geschwindigkeit. Und Sie sehen, dass es da quasi insbesondere immer die konstante Geschwindigkeit gibt. Stauursachen sind nicht nur Ein- und Ausfahrten, sondern auch natürlich Unfälle, wie jetzt zum Beispiel hier, oder auch Steigungen, wie am Irschenberg. Also einige von Ihnen machen vielleicht Winterurlaub, wenn Sie in die Alpen fahren, zum Beispiel nach Salzburg, kommen Sie immer am Irschenberg vorbei und da staut sich es häufiger. Ist mir jetzt selber passiert, vorgestern auf der Heimfahrt von einem Skiurlaub. Also da hat sich's auch wieder gestaut. So, jetzt haben wir verschiedene Beobachtungen. Wie simuliert man jetzt das? Da rufen wir wieder unsere Simulation auf. Hier. Genau. Und starten jetzt erst einmal mit
eine Auffahrt. Das, also im Gegensatz zu dem Kreisverkehr, den wir gerade hatten, haben wir jetzt hier quasi eine Ringstraße, haben wir jetzt hier ein offenes System mit einer Einfahrt. Machen wir mal, weil das dauert jetzt etwas, bis quasi der Stau kommt. Na, er kommt schon. Sie sehen also, nach einiger Zeit, durch diese Spurwechsel hier an der Einfahrt, kommt es zu einem Verkehrszusammenbruch. Jetzt ist der Verkehr zusammengebrochen. Und jetzt ist interessant, was jetzt passiert. Jetzt sehen Sie hier eine Stauwelle, die sich quasi rückwärts ausbreitet. Hier fährt es dann wieder, dann stoppt es wieder. Und das Fatale ist, nach einiger Zeit entwickeln sich da Stauwellen. Also hier ist es sogar ein Megastau. Dann geht es weiter und oft entwickelt sich da eine weitere Stauwelle. Jetzt kommt die nächste. Und diese Stauwellen, die breiten sich quasi mit konstanter Geschwindigkeit stromaufwärts. Das Ganze können wir jetzt noch etwas beschleunigen. Zeitbeschleunigungsfaktor. Genau, jetzt kommt die nächste. Jetzt breitet sich die nächste nach hinten auf. Jetzt machen wir das wieder langsamer. Also ein Autofahrer ist zum Beispiel hier, muss er anhalten fast, dann geht es hier wieder weiter. Hier ist die nächste Stomp-Go-Welle, muss er wieder stehen, dann geht es wieder weiter. Und dann kommt die letzte Stomp-Go-Welle, die sich gerade entsteht und danach ist man quasi an der Stausache ist dann vorbei. Das Ganze gibt es aber auch mit Steigungen, um zum Beispiel mal den Irschenberg zu simulieren. Ah ne, jetzt habe ich nicht mal steigen, ist das nächste. Hier ist erstmal gar nichts, nur das Einzige, was hier unterschiedlich ist, die Laster, die würden hier quasi langsamer werden. Jetzt habe ich mal nur PKW simuliert, ich kann hier aber LKW-Prozentsatz kann ich jetzt hier quasi erhöhen und ich kann insbesondere auch reduzieren, dass quasi die Geschwindigkeit, jetzt simuliere ich, dass die LKW an der Steigung sehr viel langsamer sind. Außerdem sind es hier sehr unhöfliche LKW, die auch teilweise links fahren. Und da sehen Sie, dass also quasi jetzt an der Steigung hier ein Stau verursacht wird und der sich wieder mit Stomp-Go-Wellen hier vor der Steigung, hier ist nämlich gar kein Steigen, der beginnt erst hier und endet hier, sich dann der eigentliche Stau dann verursacht. So, jetzt aber zurück zur Aggressivität. Dazu zeige ich erst einmal nochmal das Szenario mit der Rampe, wo es nach einiger Zeit dann quasi Stauwellen gibt. Erst einmal unruhiges Fahren. Jetzt störe ich mal die, indem ich jetzt die einfach stoppe. Ich habe jetzt einfach mit der Maus raufgeklickt. Forcieren quasi, dass jetzt ein Stau entsteht. Genau, jetzt mache ich das mal wieder schneller, dass man mal quasi hier wieder dass der Stau sich wieder ausbreitet. So, und jetzt habe ich also quasi die Ausgangsparameter. Jetzt verändere ich mal das Fahrverhalten. Ich mache die Fahrer agiler. Agiler mache ich, indem ich die Beschleunigung erhöhe. Dann sehen Sie zuerst, dass jetzt mehr rausfahren. Hier ist der Fluss von 2400, der war deutlich geringer. Und was Sie auch sehen, der Verkehr wird gleichmäßiger. Er ist immer noch zähfließend, aber es gibt keine Stauwellen mehr. Während ich jetzt, wenn ich die wieder träger mache, indem ich die Beschleunigung reduziere, dann bilden sich nach einiger Zeit wieder Stauwellen. Schon sind wieder Stauwellen entstanden. Hier zum Beispiel. Die Moral von der Geschichte ist, nicht alle Komponenten der Aggressivität sind schlecht. Zum Beispiel Agilität ist eher dem Verkehr förderlich. Was auch dem Verkehrseffizienz förderlich ist, angepasste Geschwindigkeit. Das ist gerade für das Baustellenszenario. Hier habe ich jetzt Tempo 80 vor einer Baustelle. Natürlich gibt es Sicherheitsgründe, mag es dafür geben. Es gibt aber vor allem auch Effizienzgründe dafür. Bei 80 sind LKW und PKW gleich schnell. Also diese Dingen, das sind quasi die LKW und die kleinen Fahrzeuge sind die PKW. Jeder findet quasi eine Lücke. Wenn ich dagegen jetzt das Tempolimit erhöhe, ohne jetzt irgendwas anders zu verändern, natürlich nur das von den PKW. Die LKW müssen nach wie vor
80 fahren, dann irgendwann findet er mal ein PKW nicht mehr quasi eine Lücke. Hier gibt es schon Unruhen und irgendwann, manchmal dauert es länger, kommt es dann quasi zum, zum Stau. Ja, das war jetzt hier anscheinend gerade immer noch etwas. Ja, doch, jetzt ist es hier zum Stau gekommen, genau. Es dauert manchmal, das ist einfach Unruhe. Das zeigt, dass Tempolimit durchaus was bringt. Ich bin aber jetzt kein Verfechter für globales Tempolimit, sondern nur dort, wo es kritische Stellen gibt. Das Fatale, wenn ich jetzt wieder Tempolimit implementiere, bringt das gar nichts. Das Kind ist im Brunnen gefallen. Das können wir in der Simulation nicht, aber in der Wirklichkeit nur dadurch lösen, dass wir einfach resetten und quasi neu simulieren. Schon ist der Stau wieder weg. Das geht leider in der Wirklichkeit nicht. Genau. Das war jetzt also quasi zu den Simulationen. So, das soweit habe ich jetzt ein normales Fahrzeugfolgemodell gezeigt, was Standard ist. Das ist auch mein Dauerbrenner, also das Paper, was am meisten von mir zitiert wurde. Es gibt aber jetzt interessanterweise auch neue Ansätze, wo man quasi das Modell nicht direkt phänomenologisch aus den beobachteten Fahrverhaltenseigenschaften herleitet, sondern aus der Risikowahrnehmung. Und das ist interessant, weil man nämlich, wenn man sagt, man stellt sozusagen einen Zusammenhang her zwischen der Risikopropensität, also Bereitschaft, Risiko einzugehen, und Aggressivität. Und die Frage ist, gibt es denn so einen Zusammenhang und kann man den quasi so modellmäßig begründen? Das ist also jetzt quasi, wir wollen jetzt stellen als Modell auf, was also einige fahrpsychologische Merkmale enthält, was das bisherige nicht enthält. Seine Nutzenbewertung einer schnellen Fahrt. Warum fahre ich schneller? Weil ich schneller vorankommen will, weil ich Zeit sparen will. Durch schnelles Fahren habe ich aber höheres Risiko. Das heißt, ich brauche eine Risikobewertung. Und dann muss ich das alles vergleichen und optimieren. Jetzt bin ich aber Mensch und keine Maschine. Das heißt, mir fehlt oft die Objektivität. Bounded Rationality ist zum Beispiel ein Stichwort. Da gibt es dann Kahneman und Tversky haben da quasi zum Beispiel Modellpreise dafür bekommen, um diese fehlende Rationalität zu bewerten. Aber selbst wenn man so ein rationales Modell hat, einfach den Nutzen maximiert, dann bekommt man ein sinnvolles Modell. Wie sind die Annahmen? Dieses, ich nenne es einmal prospekttheoretisches Fahrzeugfolgemodell. Ich habe erstmal nur Fahrzeugfolgemodell, ich habe quasi nur eine Aktion, die Beschleunigung. Mit negativer Beschleunigung wäre dann quasi Bremsen, ist nicht damit enthalten, aber noch sind keine Spurwechsel enthalten. Genau, also das ist quasi die Aktion. Jetzt gibt es zwei Fälle. Der Fall 1, der hoffentlich immer der Normalfall ist, kein Crash. Dann kann ich quasi mit höherem Tempo, mit höherer Beschleunigung, die dann zu höherem Tempo führt, schneller vorwärts kommen. Ich kann zum Beispiel sagen, der Nutzen U für Utility, der Beschleunigung, ist erstmal proportional zur Beschleunigung A und ich kann, indem ich das geeignet skaliere, auch die direkt gleich der Beschleunigung setzen. Dann ist der Nutzen einfach in Beschleunigungseinheiten definiert. Jetzt kann es aber zum Crash kommen, vor allem wenn ich jetzt stark beschleunige und damit eine hohe Geschwindigkeit habe. Der führt zu einem hohen Zeit- und Geldschaden U-Crash. Das U-Crash ist natürlich negativ und das Ganze findet aber mit einer geringen Wahrscheinlichkeit statt, die aber umso höher ist, je höher quasi die Beschleunigung und damit das Tempo ist. Die finale Entscheidung, ich maximiere den Nutzen. Wenn ich jetzt quasi einen rationalen Fahrer annehme, dann gibt es den sogenannten Homo Economicus. Das ist ein Idealbild, eine Karikatur, die der Ökonomie angenommen wird, eines Fahrers, der alles weiß und sich rational entscheidet. Der maximiert den Nutzen
und zwar den erwarteten Nutzen. Das ist einerseits das mit Sicherheit kommen wir eigentlich schneller voran. Das ist dann quasi das. Aber mit einer geringen Wahrscheinlichkeit baue ich einen Crash und habe damit einen stark negativen Nutzenanteil. Und der erwartete Nutzen, wenn man den maximiert bezüglich der Beschleunigung, dann bekommen wir quasi die Beschleunigung dieses risikobasierten Modells. Wenn ich die dagegen zum Beispiel nach der Prospekttheorie oder auch nach anderen Theorien aus dem tatsächlichen Nutzen einen subjektiven Nutzen herleite und addiere quasi den Schaden, dann bekomme ich auch wieder ein Modell, was in dem Fall nicht dem rationalen Fahrer, sondern dem bounded, dem beschränkt rationalen Fahrer entspricht. Also der reale Nutzen ist klar, also einfach der Nutzen ist gleich der Beschleunigung. In der Prospekttheorie ist es so, da gibt es zwei hauptsächliche Aspekte. Es gibt erst einmal einen Ansatzpunkt, Framing-Punkt, wo man quasi die Entscheidung festlegt. Und nahe dieses Ansatzpunktes, das ist quasi der Normalpunkt, Beschleunigung 0, gibt es sehr starke Sensitivität und weiter weg gibt es geringere Sensitivität. Und außerdem ist es so, dass üblicherweise Schaden größer bewertet werden als Nutzen. Deshalb ist also das hier im negativen Bereich steiler. Genau, das war also quasi der eine Teil, der Nutzen. Jetzt das Risiko der Beschleunigung. Schadenshöhe mal Wahrscheinlichkeit. Das ist die klassische Definition eines Risikos, Schadenhöhe mal Wahrscheinlichkeit. Dazu bedacht habe ich einen gewissen Betrachtungshorizont oder Antizipationshorizont, das heißt, der Fahrer nach diesem Modell, der denkt eine gewisse Zeit voraus, aber nicht mehr, weil alle Voraussagen sind endlich. Und dann wird geschaut, wie groß ist die Lücke am Ende des Betrachtungszeitraums. Und dabei wird berücksichtigt, da müssen wir jetzt gar nicht ins Detail eingehen, aber es wird im Wesentlichen berücksichtigt, eigene Geschwindigkeit, Geschwindigkeit des Vorderfahrzeugs, insbesondere die Annäherungsrate und eine Unsicherheit der Geschwindigkeit des Vorderfahrzeugs. Ich kann ja die Geschwindigkeit des Vorderfahrzeugs nicht exakt abschätzen. Für die eigene Geschwindigkeit muss ich aufs Navi oder auf den Tacho schauen, das ist ziemlich klar, aber das Vorderfahrzeug ist unscharf. Und insbesondere kann es auch sein, dass man die stark überschätzt. In Wirklichkeit ist der Vorderfahrer viel langsamer und dann kommt es quasi im Worst Case zum Crash. Und da gibt es dann nach einer längeren Rechnung gibt es dann quasi eine Crash-Wahrscheinlichkeit. Das heißt einfach, der Crash ist, falls dieser Abstand am Ende des Betrachtungshorizonts negativ ist. Weil das immer der Stoßstand zu Stoßstandabstand. Das sieht dann so aus, wenn man das quasi grafisch darstellt. Es wird immer die Beschleunigung gewählt, die dem maximalen Nutzen entspricht. Das sind hier gewisse Situationen. Und es wird auch noch ein Zufallsnutzen addiert. Und dann gibt es quasi hier eine Wahrscheinlichkeit, dass quasi das entsprechende Auto jetzt mit einer gewissen Beschleunigung fährt. Sieht das da erstmal deutlich abstrakter aus als das andere Modell, aber mal schauen wir mal im Test, was dieses Modell dann macht. Das müssen Sie jetzt hier nicht im Detail verstehen, aber interessant ist die Folgezeitlücke, effektive Folgezeitlücke, die haben wir nämlich auch aus dem bisherigen Modell. Von was hängt die ab? Die hängt erst einmal ab von der Unsicherheit. Je unsicher ich bei meiner Geschwindigkeitsabschätzung des Vorderfahrzeugs bin, desto größer ist diese Lücke. Das ist dieses Alpha hier. Sie hängt auch ab von der Antizipation. Je länger ich vorausschaue, desto stärker kann es zu einem Unfall kommen. Im Worst-Case-Fall. Und das ist dann quasi dieser Antizipationshorizont. Und sie hängt allerdings nur logarithmisch von der Schadenshöhe ab. Das heißt, wenn ich einen Crash mache,
wie stark wird es quasi negativ bewertet. Genau, also das heißt, man hat dann quasi im Wesentlichen einen Fahrer, der sehr Risiko nicht das Risiko sucht, der wird dann quasi dieses BC geringer bewerten. Der meint auch, das ist ja wieder subjektiv, dass er Vorderfahrzeug das Geschwindigkeit sehr genau abschätzen kann. Subjektiv ist also auch sein relativer Fehler klein. Und der schaut auch nicht so weit in die Zukunft und der führt dann zu einer sehr geringen Folgezeit. Folgezeit ist der wichtigste Aggressionsparameter und damit habe ich also quasi ein Modell hergeleitet, was aus dem Risiko Freudigkeit oder Risikoaversion einen aggressiven bzw. defensiven Fahrer quasi herleitet. Das Modell wird jetzt im Ampelszenario genauso simuliert und man sieht, bei geeigneten Parametern schaut es sehr plausibel aus. Die Fahrzeugschlange beschleunigt bis zur Wunschgeschwindigkeit, die muss natürlich extra im Modell noch enthalten sein und verzögert dann quasi wieder auf Null. Mit durchaus sinnvollem Verhalten. So, bis jetzt habe ich Fahrzeugfolgemodelle betrachtet. Jetzt gibt es aber in der operativen, alltäglichen Fahrerentscheidung nicht nur das Gaspedal und das Bremspedal, was ich also bis jetzt betrachtet habe, es gibt auch ein Lenkrad. Und das benutzt man vor allem auch, wenn man jetzt Spur wechseln will oder wenn man abbiegen will oder wenn man alle möglichen anderen diskreten Entscheidungen hat. Also Spurwechsel. Zum Beispiel, ich bin jetzt hier der rote Fahrer C und will vielleicht, weil es auf der anderen Seite schneller vorangeht oder mehr Platz ist, will auf die andere Spur wechseln. Genau, kann ich das. Dazu gibt es also Spurwechselmodelle. Es sind diskrete Entscheidungen. Die Beschleunigung ist kontinuierlich. Ich kann das Gaspedal und das Bremspedal kontinuierlich weniger stark oder stärker runterdrücken. Dagegen beim Spurwechsel muss ich mich diskret entscheiden. Wechsle ich Spur oder wechsle ich nicht Spur? Es gibt natürlich auch die Zeitgenossen, die dann quasi auf halber Strecke stecken bleiben und dann quasi auf den Mittelstreifen fahren und so. In Indien ist das quasi ziemlich verbreitet. Da sind die Fahrspurmarkierungen eher, naja, wird irgendwie als Graffiti oder als alles Mögliche angesehen, nur nicht als Richtlinien auf den Spuren zu bleiben. Aber hier in Europa ist quasi diskrete Entscheidung. Spurwechseln oder nicht Spurwechseln. Ampeln, da hat man natürlich als, wenn die Ampel gelb wird, fahre ich jetzt noch drüber oder bremse ich ab, weil ich jetzt nicht mehr sicher vorankomme. Das ist offensichtlich, dass er sein risikofreudiger Fahrer dann bei Gelb vielleicht noch rüberfährt. Sowieso ein Außerirdischer, wenn der quasi aus der Beobachtung quasi die funktionierende Ampeln quasi beurteilen müsste, würde er sehen, bei Rot wird angehalten, bei Grün wird gefahren, aber bei Gelb, da wird es so stark beschleunigt wie möglich. Und dann schließlich noch einbiegen. Wann kann ich einbiegen, ohne jetzt einen Unfall zu provozieren oder einen anderen zu behindern und beim Überholen? Jetzt wollen wir mal noch ein Spurwechselmodell anschauen. Und das ist quasi der Unique Selling Point meines Spurwechselmodells. Es enthält eine Höflichkeit. Und diese Höflichkeit, die hat natürlich mit Aggression auch zu tun. Man kann quasi sagen, Aggression ist quasi eine Unhöflichkeit. Die Grundsituation ist, dieses rote Fahrzeug überlegt, ob es jetzt auf die weiße Stelle quasi auf die linke Spur von der mittleren Spur wechseln will. Nur als Beispiel. Ich gehe dabei von einem longitudinal, also von einem Fahrzeugfolgemodell aus, von einem Beschleunigungsmodell, berücksichtigt alle Entscheidungen darauf hingehend, ob ich auf der anderen Spur schneller vorankomme, ob ich da stärker beschleunigen kann und ob ich andere Fahrzeuge behindere. Und da gibt es zwei Kriterien. Erst einmal kann ich nur wechseln,
wenn es sicher ist. Wie wird die Sicherheit bewertet? Es wird einfach geschaut, ob, wenn ich jetzt wechseln würde, also quasi auf der neuen Spur sind, bin, ob dann das neue Hinterfahrzeug N eine Notbremsung machen muss. Das heißt, diese neue Beschleunigung des Hinterfahrzeugs, wenn die kleiner als minus B safe, also die sichere Verzögerung ist, dann da wird nicht gewechselt. Wenn ich dagegen, wenn die größer ist, das heißt, der muss nur leicht bremsen oder überhaupt nicht, dann kann ich quasi aus Sicherheitsgründen wechseln. Nicht immer, wenn es sicher ist, will ich wechseln. Dafür gibt es das Anreizkriterium. Der egoistische Fahrer, der würde einfach immer wechseln, wenn es erst einmal sicher ist und wenn auf der neuen Spur stärker beschleunigen kann. Das heißt nicht automatisch, dass die neue Spur eine größere Lücke hat, sondern wenn auf der neuen Spur schneller gefahren wird, dann kann ich dort auch schneller beschleunigen. Das regelt alles das Fahrzeugfolgemodell. Ich berücksichtige aber auch, neben dem Sicherheitskriterium, wo ich auch andere Fahrzeuge berücksichtige ich auch den Vor- oder den Nachteil, den ich anderen Fahrzeugen durch meinen Wechsel mache, gewichtet mit einem Höflichkeitsfaktor. Das heißt insbesondere, der neue Folger, das heißt also das Fahrzeug N, das wird durch meinen Wechsel nie profitieren. Das heißt also, Neubeschleunigung des neuen Folgers nach dem Wechsel ist immer kleiner als davor, das heißt, das ist immer ein negativer Beitrag. Der Alte, der kann eventuell davon profitieren, speziell mit Lichthupe, wenn der einen quasi von der linken Spur scheucht. Dann würde quasi dieser würde profitieren, der geht auch in die Gleichung ein. Und wenn die Summe all dieser Beschleunigungen größer ist als eine Schwelle, ein kleiner Schwelle, dann wird gewechselt. Die Schwelle ist dazu da, um marginale Wechsel zu verhindern. Und daher, da habe ich auch ein schönes Akronym für dieses Modell, Mobil Minimizing Overall Brake Decelerations Induced by Lane Changes. Wenn ich den Höflichkeitsfaktor gleich 1 nehme, würde quasi das Modell immer dann einen Spurwechsel befürworten, wenn die gesamte Bremsverzögerung minimiert wird, beziehungsweise die gesamte Beschleunigung aller beteiligten Fahrer maximiert wird. Das Modell hat nur drei neue Parameter, die Sicherheit, sichere Verzögerung. Da ist offensichtlich, was würde für ein aggressives Fahrzeug gelten und was würde für ein eher langsames Fahrzeug wie dieses hier gelten. Die sichere Verzögerung, die der Fahrer dieses Fahrzeugs anderen aufoktroyiert, ist eher klein. Das heißt, der wird nicht wechseln, wenn der andere stärker als mit B-Safe ist 1 Meter pro Sekundenquadrat hier wechseln, bremsen müsste aufgrund des Wechsels. Sehr höflich, das heißt, die anderen werden mit derselben Gewichtung bedacht wie das eigene Fahrzeug. Das also kann man schon als wirklich altruistisch bezeichnen. Und die Schwelle, na, die ist irgendwie, die ist nicht so wichtig. Dieser Zeitgenosse hier hat eine Höflichkeit von 0, pure Egoismus. Er wechselt, wann immer er es für sicher betrachtet. Wobei 4 Meter pro Sekundenquadrat, er oktroyiert den anderen ganz schöne Verzögerungen aus, hat keinerlei Schwelle und das führt zu einem sehr viel aggressiveren Basisspurwechseln. Wie funktioniert dieses Sicherheitskriterium? Das ist ganz witzig. Hier habe ich jetzt mal als Beispiel eine Situation. Da will jetzt quasi dieser Fahrer hier will nach links wechseln. Er sieht, hinten ist ein Fahrzeug mit der gleichen Geschwindigkeit und einem gewissen Abstand. Und nehmen wir mal an, in dem Fall wird quasi, sagt das Sicherheitskriterium, ja. Jetzt machen wir die gleiche Situation. Das Vorderfahrzeug gleiche Geschwindigkeit, will auch wechseln. Hinterfahrzeug hat gleichen Abstand, aber er ist schneller. Das ist quasi der rote Zeitgenosse, dann würde er, weil der schneller ist und im Fahrzeugfolgemodell auch die Geschwindigkeitsdifferenz eingeht,
würde der zu stark bremsen würden. Und das heißt, hier würde dann quasi keine Bremsverzögerung, quasi kein Spurwechsel stattfinden können. Das Schöne ist, das Modell ist automatisch unfallfrei, wenn das Fahrzeugfolgemodell dies ist, aufgrund des Sicherheitskriteriums. Und die Aggressionsparameter des Folgemodells werden vererbt. Das heißt, die Aggressionseigenschaften des Folgemodells, die werden automatisch auch auf das Spurwechselmodell vererbt. Ein aggressiver Fahrzeugfolger wird auch aggressiv Spur wechseln. Und als Neues gibt es eben nur den Höflichkeitsparameter. Jetzt habe ich mal die sichere Verzögerung und den Höflichkeitsfaktor als zweidimensionales Diagramm dargestellt und verschiedene Fahrzeugcharaktere. Fangen wir erst einmal beim schwarzen Punkt hier an. Höflichkeitsfaktor 0, also rein egoistisches Verhalten. Das ist etwas üblicherweise die anderen Spurwechselmodelle haben. Dafür setzen die anderen Spurwechselmodelle nicht voraus, dass ein anderes Fahrzeug irgendwie bremsen muss aufgrund des Spurwechselverhaltens. Ein egoistischer Fahrer würde auch Polyhöflichkeitsfaktor 0 haben, hier quasi in dem Bereich sein. Ein aggressiver Fahrer, der würde quasi auch wechseln, wenn der starke Bremsmanöver provoziert, die aber noch nicht zum Unfall führen. Ein normaler Fahrer, der ist etwa hier, hat aber gewichtet die anderen Fahrer geringer. Das heißt, er hat eine Höflichkeit ungleich 0, die ist aber sehr gering. Ein Fahrer, der leicht einzuschüchtern ist, zum Beispiel durch Lichthuben, also die den verscheuchen sollen, der hat vielleicht sogar, der bewertet den Nutzen des anderen Fahrers größer als den eigenen. Der ist leicht einzuschüchtern, Intimität ist einzuschüchtern. Jetzt gibt es aber noch den Schulmeister. Der würde Spur wechseln, selbst wenn er sich selbst schadet. Und der ist dann quasi hat einen negativen Höflichkeitsfaktor. Die sind dann hier, das sind die bösartigen Fahrer. Die wechseln die Spur, um andere zu behindern, auch wenn sie selber auch den Nachteil zu haben. Das ist der Schulmeister. Also all das lässt sich quasi mit dem Modell quasi modellieren. Und das wollen wir jetzt zum Schluss noch anschauen in einer Simulation. Und zwar nehme ich jetzt da wieder den Simulation hier, den Ring. Und was ich jetzt mache, ist erst einmal, ich schmeiße jetzt einmal ein Hindernis, zum Beispiel diesen Kegel hier auf die Fahrbahn. Jetzt müssen die quasi alle um den Kegel rum. Da gibt es nämlich erst einmal einen Stau, das ist das eine. Und man sieht, es ist eine sehr schwierige Situation. Die kommen also nur rum, wenn es genügend Lücken gibt. Ich mache mal das etwas von der Geschwindigkeit etwas runter. Man sieht auch, dass nicht immer der Erste wechselt, sondern manchmal auch andere Fahrer. Oh, jetzt zum Beispiel dieser hier, der LKW, der schafft es nie, der hat quasi, jetzt hat er es auch mal geschafft. Jetzt war auch mehr Abstand. Jetzt verändere ich aber mal den Höflichkeitsfaktor. Ich mache mal die sehr viel höflicher. Das heißt, die Belange des anderen werden quasi stärker berücksichtigt. Dann machen wir mal die Schwelle höher. Jetzt habe ich eine Situation, wo das Spurwechseln eher quasi nicht mehr so häufig ist. Machen wir mal das Ganze wieder schneller. Time Warp. Genau, jetzt sollten also irgendwann auf der, machen wir die, genau, jetzt machen wir mal den Höflichkeitsfaktor, lassen wir mal runtergehen, machen den vielleicht sogar mal negativ. Jetzt sehen Sie, dass viel mehr gewechselt wird. Jeder wechselt ständig, weil er den anderen hier hinten speziell, weil er den anderen quasi
schaden will. Also so kann man quasi auch die zusätzlichen Parameter des Spurwechselverhaltens kann man quasi hier quasi modellieren. Noch wichtig, Sie können all diese Simulationen unter traffic-simulation.de selber simulieren. Also das sind hier interaktive Web-Simulationen, die also genau, also entweder traffic-simulation.de oder einfach googeln nach Traffic Simulation. Da müsste ich als einer der ersten quasi sein mit meiner Simulation. Da kann man dann, man kann auch viel mehr machen. Man kann zum Beispiel diese Straße hier quasi verzerren und was auch noch schön ist, was ich vielleicht noch zeigen will, und zwar ist das Routing. Ist es nicht zentral zu meinem Vortrag, aber das ist auch interessant. Hier hat man quasi Hauptstrecke, die Autobahn, und man hat quasi ein Hindernis. Und jetzt kann man zum Beispiel das Navi, das sagt zum Beispiel, naja, es staut sich jetzt auf der Hauptstrecke, jetzt fahr da mal ab. Hier ist aber offensichtlich, das Navi sagt, zu viele fahren ab. Jetzt gibt es nämlich auf der Hauptstrecke kaum Stau und die Nebenstrecke staut zu. Und da kann man dann zum Beispiel spielen, da will ich auch ein Spiel entwickeln, was quasi, man kann hier nämlich den Deviation use. Ich mache das mal auf Deutsch. Das geht ja genauso. Genau. Genau, da habe ich jetzt, da kann man zum Beispiel jetzt dann diese, diesen Umleitungsanteil so regeln, dass man quasi so wenig wie möglich Staus hat. Genau, also auch hier kann man jetzt die Straße quasi wieder verändern. Genau. Okay, was haben wir jetzt quasi gelernt insgesamt? Genau, also Aggression ist aus der Sicht des Verkehrsmodellierers keine reine Eigenschaft, also keine eigene Fahrraddimension, sondern sie ist zusammengesetzt aus mehreren Facetten. Hohe Geschwindigkeit, hohe Beschleunigung, spätes Bremsen, dichtes Auffahren und eben die egoistischen oder sogar bösartigen Spurwechsel. Jetzt ist aber nicht so, dass alle Facetten des aggressiven Fahrers schlecht sind, sondern es, man kann zeigen, indem man im Simulieren die Parameter verstellt, das kann man auch mit meinem Verkehrssimulator machen, trafficsimulation.de, dass eine spezielle Mischung aus aggressiven und vorsichtigen Komponenten zu optimalen Verkehr führt. Und zwar ist das, agil muss er sein, das heißt, die Beschleunigung muss eher hoch sein, hohe Antizipation muss er haben, das heißt eine niedrige Verzögerung B, dass also rechtzeitig gebremst wird, dass Stauwellen erst einmal quasi abgedämpft werden, eine eher geringe Folgezeit. Ist also genau, das ist durchaus, viele denken, naja, jetzt lasse ich mehr Abstand oder ich lasse unglaublich viel Abstand, damit ich jetzt quasi eine Stauwelle quasi auffressen kann durch das Ranfahren. Das klappt nie. Also der optimale Abstand ist ein zwar kleiner, aber natürlich innerhalb der Verkehrsregeln. Und das verbunden aber mit aufmerksamen Fahren, das heißt also hohe Agilität und geringe Reaktionszeit. Und das Schöne ist, es gibt jetzt ja immer mehr, das ist der neue Hype, die autonomes Fahren. Und damit kommen wir zurück zum Anfang, autonomes Fahren. Da sind diese mathematischen Modelle direkt quasi anwendbar. Weil was macht ein Controller beim autonomen Fahren? Im Wesentlichen genauso ein Modell. Ein Beschleunigungsmodell und ein Spurwechselmodell. Und da, wenn man die so parametrisiert, dass er agil gefahren wird, aber auch gleichzeitig mit angepasster Geschwindigkeit, nicht zu große Zeitlücke, dann kann man die ganzen Stauwellen quasi zusammendampfen, quasi auslöschen und sogar viele Staus vermeiden. Nicht alle Staus, aber doch viele. Und in der Tat wurden bei Volkswagen
einige meiner Modelle quasi in Autos eingebaut und ich wurde dann quasi mit meinen eigenen Modellen als Popometer sozusagen, konnte ich die testen. Ich konnte nicht selber fahren, das müssen zertifizierte Testfahrer sein. Gab es am Anfang Vorzeichenfehler, Geschwindigkeitsdifferenz, hat es, wenn man sich dem Vorderfahrzeug angenähert hat, hat das Auto beschleunigt, das ist natürlich jetzt nicht so toll. War einfach ein Vorzeichenfehler bei der, wie man jetzt auf Geschwindigkeitsdifferenzen reagiert. Genau. Also Aggressivität ist eine Mischung aus vielen Merkmalen aus der Sicht des Verkehrsmodellierers und diese Verkehrsmodelle spielen eine große Rolle bei der Autonomisierung des Fahrens, also quasi der Einführung. Ob die Leute allerdings jetzt die autonomen Fahrzeuge wirklich annehmen, das ist eine andere Sache, die jetzt aber nicht in meinem Vortrag hier geklärt wird. Das können dann Psychologen oder Verhaltenstheoretiker dann klären. Ja, damit will ich mich bedanken und quasi hier nochmal Werbung. Das ist quasi der Werbeblock sozusagen, trafficsimulation.de. Und genau, und dann gibt es quasi Lehrbücher. Aber im Wesentlichen für Sie ist jetzt, also die, wenn Sie jetzt keine Wissenschaftler sind, ist vor allem das trafficsimulation.de. Da können Sie Tempolimits, da können Sie alles Mögliche simulieren. Es gibt auch immer Erklärungen dazu. Okay, also vielen Dank für Ihre Zuhören.